Schlafen, schlummern, dämmern, dösen. Auf dem Boden, in der Ecke, auf der Fensterbank, im Karton, ja manchmal sogar mitten im Geschehen. Katzen schlafen überall und immerzu. Habt ihr euch auch schon oft gefragt, ob das eigentlich normal ist und warum Katzen so viel schlafen? Doch nicht etwa, weil sie faul oder träge sind? Nein, im Gegenteil, es hat einen ganz anderen, wichtigen Grund. Schnell noch hellwach auf unsere Glocke und unseren Abo-Button geklickt und schon kommen wir zu den Antworten auf die spannende Frage, warum schlafen Katzen so viel? Was für ein Leben! Über den Tag verteilt schlafen Katzen etwa doppelt so lange wie wir Menschen. Die Sandpfoten schlummern rund 13 bis 18 Stunden am Tag. Da wird man ja ganz neidisch. Wie lange genau eine Katze schläft, ist abhängig von Alter, Rasse und Persönlichkeit. Aber für alle Katzen gilt dasselbe, es ist nicht nur normal, sie müssen sogar so viel schlafen. Das Schlafbedürfnis liegt an der Natur und den Instinkten unserer kleinen Raubtiere. Ja, selbst wenn eure Katze keine Freigängerin ist, sie muss sich von der anstrengenden Jagd erholen. Denn in der restlichen Zeit ist sie hellwach, hochkonzentriert und sie verbraucht viel Energie. Wie sehen die Schlafphasen von Katzen aus? Wie wir Menschen haben auch unsere Vierbeiner Leicht- und Tiefschlafphasen. Wenn ihr darauf achtet, könnt ihr erkennen, in welcher Phase sich eure Katze befindet. Die Katze ist aufrecht, ihre Ohren sind aufgestellt, ihre Augen nur halb geschlossen. Sie döst und ist immer zum Sprung bereit. Es könnte ja eine Maus vorbeikommen. Diese leichte, aber sehr erholsame Schlafphase dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Richtig tief schlafen Katzen nur ein Viertel ihrer Ruhephase. Und das auch nicht am Stück. Dann liegen sie häufig im Halbmond oder eng zusammengerollt, vergraben ihr Gesicht und zucken mit den Pfoten. Insgesamt 4 Stunden täglich befinden sich Katzen in dieser Tiefschlafphase. Im Schlaf regeneriert sich der Katzenkörper und es wird Energie getankt. Muskeln und Gelenke werden entspannt, das Gehirn verarbeitet die Reize der Jagd, also psst, nicht stören. Das kann eure Sandpfote aber nur, wenn sie sich sicher fühlt und es sich gemütlich machen kann. Und damit kommen wir zur abschließenden Frage. Was ist für Katzen der ideale Schlafplatz? Bei diesem großen Schlafbedürfnis benötigt euer Tiger einen kuscheligen und sicheren Schlafplatz. Was? In eurem Bett? Na gut, wenn ihr wollt. Aber es gibt auch noch andere Schlafplätze, die ihr eurer Katze ermöglichen könnt. Katzen lieben geschützte und höher gelegene Orte, wie Höhlen und Kratzbäume. Schaut doch mal in unserem Online-Shop nach passenden Modellen. Aber auch Kartons sind heiß begehrt. Und wozu ein kuscheliges Körbchen, wenn eine alte Decke doch so gemütlich ist? Katzen sind wählerisch und suchen sich ihren Schlafplatz ohnehin selbst. Bietet eure Katze einfach genügend kuschelige Orte, dann findet sie schnell Entspannung und den Schlaf, den sie braucht. Und wenn ihr so etwas seht, ist das ein Ritterschlag für euch. Nichts zeigt so viel Vertrauen wie diese Schlafposition. Na, seid ihr beruhigt? Eure Katze ist also ganz normal. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, in welcher Position und an welchem Ort euer Schatz am liebsten schläft. Tschüss, bis zum nächsten Mal und schlaft schön!